Herzlich willkommen bei Greenscaping. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch ein richtiges Special vorbereitet. Ich habe die ganzen Sachen hier schon mal hingestellt. Und zwar habe ich einen guten Bekannten. Und ich glaube, der Opa war das. Der hatte ein riesen Aquariumgeschäft. Hat natürlich sehr, sehr viele Produkte auch gehabt. Und hat nun, ich weiß nicht aus welchen Gründen, das Geschäft aufgegeben. Und nun hat sein Enkel, also soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, viele Produkte davon bekommen, die sein Opa noch so rumliegen hatte. Und dazu zählt zum Beispiel auch ein Produkt, was es jetzt eigentlich so gar nicht mehr gibt. Und dazu zählte zum Beispiel auch dieser Wasserfall. Und er war mir so nett und hat mir diesen Wasserfall hier aus Sand geschenkt. Da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, denn sowas ist eine Rarität, sowas findet man gar nicht mehr. Also es ist extrem selten, dass man sowas kaufen kann. Und persönlich habe ich das erste Mal gesehen und so auch noch nie selber in Betrieb gehabt oder das überhaupt mal irgendwo gesehen, wo das in Betrieb war, sondern nur mal bei Facebook ja, in Videos, in Aquarien verbaut. Und hier ist so ein Sauerstoffanschluss an der Seite. Da schließt man eine Pumpe an, die hat er mir auch noch dazu mitgegeben. Das ist jetzt eine Luftpumpe von Unizo. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr, die Marke oder die Firma. Aber die funktioniert, ich habe es schon ausprobiert. Die werden wir dann hier anschließen. Ich war vorgestern noch mal einkaufen und da habe ich auch noch mal extra feinen Aquariumsand mitgebracht, so naturfarbend. Jetzt nicht zu fein, also nicht, dass das da irgendwie rauskommt. Also 0,2 bis 0,6 mm, so viel brauchen wir jetzt gar nicht, das sind 5 Kilo. Aber ich denke, das sollte passen von der Korngröße, weil wenn es zu leicht ist, kann es sein, dass es hier rauskommt. Das wollen wir natürlich nicht und wenn es zu schwer ist, kommt es gar nicht erst hoch. Und dazu habe ich mir jetzt natürlich hier in meiner neuen Location hier meinen Tisch aufgebaut. Habe hier mal mein kleines 20 Liter Testbecken aufgebaut. Werde da gleich einmal das Wasser reinfüllen. Dann kommt der Wasserfall hier rein. Der passt da auch perfekt rein von der Größe. Dann werden wir gleich zusammen mal den Sand einfüllen, die Luftpumpe anschließen und ich bin gespannt, ob das Ding funktioniert, wie das aussieht. Ja, und ich denke, da kann man vielleicht richtig coole Sachen mitmachen. Wir schauen uns das gleich mal an. Ich fülle jetzt hier erstmal Wasser rein. Als erstes habe ich den Sand aufgemacht und mit Hilfe eines Trichters, damit man den besser einfüllen kann, das Ganze dann abgefüllt und erstmal in den Wasserfall reingetan. Ich muss persönlich sagen, ich habe da noch keinerlei Erfahrung, wie viel Sand da reingehört. Und ich kann ja schon mal spoilern, ich habe danach auch noch mal was nachgefüllt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, solange ja, immer was nachkommt, reicht es aus. Man kann ruhig ein bisschen mehr drin haben. Ja, das blockiert deswegen trotzdem nicht, aber es muss halt immer genügend drin sein. Etwas mehr ist nicht schlimm, solange es nicht rausläuft, weil es zu voll ist, gibt es da keine Probleme mit. Genau, als nächstes habe ich das Wasser eingefüllt. In das Becken passen so ungefähr 25 Liter rein. Ich habe es aber nicht ganz voll gefüllt. Und nachdem ich es voll gefüllt habe, habe ich versucht, den Schlauch anzuschließen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich gar keinen Adapter habe, weil Schlauch in Schlauch geht schlecht. Und dann habe ich erstmal nach einer provisorischen Lösung gesucht, um das Ganze jetzt hier heute machen zu können. Sonst hätte ich nochmal heute Sonntag extra in ein Geschäft fahren müssen, was natürlich heute nicht auf hat, dann hätte heute dieses Video nicht kommen können. Also habe ich eins von meinen Dosierern, von meinen Düngern, von der Dosierpumpe, einen Schlauch abgebaut. Und das habe ich einfach abgemacht und jetzt einfach zweckentfremdet. Das ist nämlich etwas größer als der Schlauch. Es passte nicht auf Anhieb, aber dann kam mir die Idee des heißen Wassers. Also das ist ein guter Tipp, wenn es mal nicht passen sollte oder ihr zu viel Gewalt anwenden müsst und dann Gefahr besteht, dass das Ganze bricht oder einfach nicht funktioniert, dann heißes Wasser aufsetzen und dann die ganzen da drin eintauchen. Dann habt ihr das Problem nicht. Die Schläuche werden weich, ihr könnt sie problemlos ineinander stecken. Hier war es auch nicht ganz problemlos, aber es hat funktioniert. Und so konnte ich meinen Versuch, mein Experiment mit dem Wasserfall dann doch durchführen. Und ihr könnt sehen, durch die Pumpe kommt 100 Liter pro Stunde. Da kommt also ordentlich was raus. Und wie ihr sehen könnt, blubbert da die Luft dann oben raus. Da ist so ein Stöpsel. Den kann man auch ziehen. Wenn man den zieht, kommt aber immer mit ein bisschen Sand raus. Aber auch wenn man den zumacht, es kommt trotzdem ein bisschen Sand mit raus. Aber das ist, glaube ich, normal.
Aber man sieht, da kommt schön der Sand in den Wasserfall runter. Ein bisschen geht leider immer daneben. Das ist so. Irgendwann muss man den regelmäßig auffüllen. Aber sieht wirklich schön aus. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber das hängt bestimmt auch mit der Durchflussmenge zusammen. Aber ich habe jetzt keine Vergleichspumpen mit mehr Durchsatz, also mit mehr Liter pro Stunde. Ich kann also jetzt nicht den Test machen und das damit nochmal ausprobieren. Aber ich denke, für den ersten Versuch, um euch das mal zu zeigen, wie sowas überhaupt funktioniert, ist das ganz gut. Also das durch den Wasserstrom kommt es nach oben, wie beim Luftklebefilter. Und aufgrund der Schwerkraft kommt, fließt oder rieselt es dann wieder runter. Und so geht das dann immer im Kreislauf. Bis es irgendwann mal alles, weil ein bisschen Wasser neben kommt. So, wir sind nun fertig. Ich muss das Gerät leider ausmachen, weil es sehr laut ist. Sowohl die alten Pumpen sind natürlich noch etwas lauter, wie auch der Wasserfall. Also es ist wirklich extrem laut. Das liegt einfach daran, dass die Luft, die da oben rauskommt, ja einfach enorm Geräuschpegel hat. Das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr luftbetriebene Filter habt oder sonstiges. Das macht schon ein enormes Blubbergeräusch. Also ich persönlich mag das überhaupt nicht. Und auch wenn dieser Wasserfall extrem schön ist, und wenn man den bestimmt super integrieren kann in irgendwelche Pflanzenaquarien, ist es natürlich jetzt für mich so, also nach meinem Test kann ich jetzt für mich sagen, ich werde dieses Gerät nicht in Betrieb nehmen, weil es für mich einfach zu laut ist. Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, das Ganze zu drosseln, vielleicht habt ihr auch eine, das Ganze schon mal ausprobiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare, also dass man das nicht mehr so laut hört. Weil diese Luftblasen, die oben aus diesem Stöpsel oben rauskommen, die machen halt, wenn sie an oben an die Wasseroberfläche kommen, dieses Geräusch. Vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, dieses Geräusch zu unterbinden. Genau, wenn man diesen Stöpsel aber ganz entfernt, ist das Geräusch noch lauter und es kommt auch immer ein bisschen Sand mit raus, was man natürlich tunlichst vermeiden will, sonst hat man da keinen Sand mehr drin. Ja, ich persönlich hätte jetzt auch gedacht, dass noch etwas mehr Sand bei dem Wasserfall fließt. Das kann natürlich jetzt auch mit der Pumpe zusammenhängen. Ich habe jetzt aber leider keine Stärke da und kann das Ganze nicht ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, wie viel, also es wird ein 100er sein, also 100 Liter. Ich habe nur noch eine schwächere, also das macht jetzt keinen Sinn, die da nochmal zu probieren. Die habe ich jetzt auch gar nicht da. Da würde mich jetzt mal interessieren, was eure Erfahrungen da sind, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt, ob ihr vielleicht Interesse hättet. Für die Leute, die sagen, die wollen das Ganze mal ausprobieren oder sie wollen das in ihr Aquarium integrieren, wendet euch mal an Justin. Ich werde euch das mal unten einblenden, also den Kontakt. Der hat ganz, ganz viele Produkte von seinem Opa, glaube ich, wenn es so richtig ist, noch übrig. Auch einige alte Produkte, aber zu einem extrem günstigen Preis. Also wenn ihr irgendwelche gebrauchten Sachen noch sucht, teilweise noch original verschlossen. Oder wenn ihr diesen Wasserfall daran Interesse habt, ich glaube, er hat noch welche da, dann meldet euch einfach unten bei ihm. Oder wenn ihr Fragen dazu habt, dann wird er euch bestimmt helfen oder vielleicht auch das eine oder andere Produkt verkaufen. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich habe es persönlich auch noch nie ausprobiert und fand das jetzt ganz interessant mal zu sehen. Und wie schon gesagt, ich habe jetzt ja mal die Vor- und Nachteile gesagt. Also sieht extrem cool aus. Wenn jetzt jemand kommt, der wird sich bestimmt erstmal nachfragen, was ist das, wie funktioniert denn das unter Wasser, ein Wasserfall. Es hat natürlich auch Nachteile, es ist laut und man muss es häufiger mal nachfüllen. Optisch ist das natürlich Geschmackssache, wem es gefällt, wem es nicht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen objektiven Überblick verschaffen, wie solche Geräte funktionieren, ob solche Geräte für euch in Frage kommen, ja oder nein. Es gibt die, wie schon gesagt, kaum noch zu kaufen. Und ja, ich freue mich über eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.